herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch heute ein bisschen mit, beziehungsweise die Tage. Ja, wir fahren jetzt als allererstes zu Ikea. Wir haben nämlich, ich glaube, im September oder Oktober unser Wohnzimmer umgestellt. Und seitdem warten wir auf eine Glasplatte für unsere Kommoden. Und jetzt ist sie endlich da. Wir haben es am Samstag gesehen, haben gedacht, wir bestellen das einfach jetzt schnell. Und jetzt können wir sie abholen. Deswegen geht es als allererstes mal zu Ikea. Und im Laufe des Videos soll auch eine Überraschung für Max ankommen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie er reagieren wird. Ich freue mich auf jeden Fall. Er weiß noch von nichts. Ich bin gespannt. Let's go, wir sind zum Auto, es geht zu Ikea. Übrigens stalken wir Leo, der ist gerade an seiner Box, die wir ihm vorbereitet haben. Mal gucken, was er noch so machen wird. Manchmal ist er brav, manchmal aber auch eher nicht. Manchmal bellt er nämlich auch dann das ganze Haus zusammen. Kommt immer drauf an, wie irgendwie seine Laune ist. Ich sehe schon das Ikea-Schild, wir sind gleich da. Wir wollten eigentlich schon um 9 da sein, aber jetzt ist es kurz vor 10. Ich bin hier gerade weiter dabei, Leo zu stalken. Er ist gerade irgendwo hingegangen, wo ich ihn nicht sehen kann, aber ist nicht so schlimm. Und ja, wir wissen gerade nicht, wo wir die Bestellung abholen können. So, alles ist im Auto drin, war ja auch nicht so viel. Das Wichtigste war jetzt auf jeden Fall die Glasplatte, weil wir die, auf die haben wir wirklich Monate gewartet. Und jetzt geht es nochmal ganz kurz was einkaufen. Wir brauchen nämlich eine Soße für heute zum Mittag und dann geht es auch schon wieder nach Hause zu Leo und ich zeige euch alles nochmal in Ruhe. Wir sind wieder zu Hause. Leo war brav, er hat nur einmal gebellt, ich glaube, als er unten irgendwas gehört hat. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal, was wir alles geholt haben. Ich habe jetzt allererstes ein paar Teelichter. Dann habe ich hier zweimal diese wunderschöne Vase genommen. Ich weiß noch nicht, wohin damit, aber ich finde die so schön. Dann habe ich hier einmal so eine Kunstblumen geholt. Ich dachte für den Flur, das könnte ganz cool aussehen. Bei Edeka haben wir dann einmal gerade ein paar frische Tulpen geholt. Dann haben wir noch Tempura geholt. Das ist so eine Teigmischung, womit man Sushi richtig gut frittieren kann. Hier ist die zweite Cola und dann nochmal diese Glasplatte, die gleich hier oben drauf kommt. Eigentlich wollten wir das hier auch noch weiß machen. Mal gucken, ob wir das noch irgendwann machen. Ach ja, und zum Schluss habe ich hier noch so eine Dekodecke mitgenommen. Ich fange jetzt an, die Glasplatte auszupacken und die hier raufzulegen, hier mal alles abzustauben. Das hier ist das Vorher und jetzt zeige ich euch das Nachher. Und das hier ist das Nachher-Ergebnis. Ich finde, das sieht einfach 10.000 mal hochwertiger aus. Sieht, finde ich, richtig schön aus mit der Glasplatte jetzt hier drauf. Wir haben den nächsten Tag. Ich meinte zu Max gerade, er darf kurz nicht ins Schlafzimmer reinkommen. Das Paket sollte heute ankommen, aber ich habe mir überlegt, dass ich ihm das nicht einfach gebe, sondern dass ich so eine kleine Schnitzeljacke draus mache. Ich habe nämlich hier einmal weiße Blätter und dann kam noch ein Paket an mit dem hier. Das ist, das stinkt auf jeden Fall, Papier, was man so abkratzen kann. Also man schreibt hier zum Beispiel was drauf, dann klebt man das drüber und dann muss man das freirubbeln. Ich dachte, das ist eine ganz coole Idee. Muss der Herr sich erstmal sein Geschenk verdienen. Ich überlege jetzt erstmal, wo ich das Geschenk nachher verstecken werde. Und dann schreibe ich hier halt so kleine, ja, Notizen drauf. Zum Beispiel, wo er als nächstes suchen muss, also wie so eine kleine Schnitzeljagd. Das hier wird auf dem ersten Papier stehen. Ich habe eine Überraschung für dich. Und dann ein Pfeil SZ steht für Schlafzimmer. Da muss er als nächstes hier im Schlafzimmer gucken. Ich lege jetzt mal so eine Folie drauf. Ich habe es vermasselt. Oh no, das sieht jetzt immer richtig blöd aus. Oh mein Gott, das klappt einfach. Aber ich mache das erste jetzt nochmal neu, weil das sieht echt blöd aus. Okay, das hier ist das erste. Ist gut geworden, oder? Man sieht auch nichts durch. Hier ist nochmal ein bisschen mehr verteilt. Also hier oben steht, mach weiter. Hier steht dann, ich habe eine Überraschung für dich. Und der Hinweis ist hier unten. Also hat er ganz schön viel zu tun. Das nächste Versteck wird dann in der Küche sein. Ich habe den Dreh raus. Das hier ist auf jeden Fall fürs Schlafzimmer. Okay, ist nicht ganz mittig, aber macht nichts. Den Hinweis verstecke ich da. Ich decke das nochmal ein bisschen mehr ein, damit Max auch ein bisschen suchen muss. Finde ich in Ordnung, oder? So, in der Küche findet Max dann den nächsten Hinweis, den letzten Hinweis zum Geschenk. Damit Max viel rubbeln muss, habe ich das jetzt extra größer geschrieben. BZ steht für Badezimmer, ein Smiley und ein Pfeil. Letzter Hinweis ist fertig. Jetzt schicke ich Max einmal hoch und verstecke die Hinweise und ich muss erstmal auf das Paket warten. Max ist oben im Schlafzimmer, stinkt es so nach dieser Folie. Hier müssen wir später erstmal lüften, aber die stinkt wirklich. Auf jeden Fall, der erste Hinweis ist ja versteckt, beziehungsweise der zweite. Das hier ist der erste, den werde ich ihm so geben. Ups, nur um das hier ist der letzte Hinweis. Und zwar
Das kommt in die Küche. Hier rein. Ah, ich habe euch, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Das Paket ist mittlerweile auch angekommen. Ich glaube, ich packe das einfach in den Wäschekorb. Okay, passt nicht ganz. Aber es steht jetzt hinterm Wäschekorb. Da steht auch mein Lockenstab. Ich hoffe übrigens auch, dass es das Geschenk ist und nicht irgendwas anderes. Das werden wir dann am Ende sehen. Aber eigentlich sollte es das sein. Und genau, jetzt nur noch der erste Hinweis, den ich Max aber geben werde. Da sage ich ihm auch dann, dass ich eine Überraschung habe. Ich bin gespannt, wie er reagiert. Wir holen ihn gleich einfach mal runter, oder? So, ich habe das jetzt hier hingelegt. Ich habe hier noch so eine 5-2-Cent-Münze hingelegt, als Hinweis, dass er das dann freirubbeln muss. Hi. Hi. Ich muss dir was sagen. Ich habe eine Überraschung für dich. Ja, was denn? Was bekomme ich? Guck mal auf den Tisch. Oha, richtig geil. Das ist die Überraschung. Willst du die Karte? Nein. Was, soll ich sie jetzt freirubbeln? Weiß ich nicht. Nein. Das ist überall was hier. Vielleicht. Scheiße. Ja, setz dich. Rubbel erstmal. Magst du die Aufgabe? Riech mal dran. Bah. Das ganze Schlafzimmer stinkt danach. Mach weiter, steht da. Ja. Habe eine Überraschung für dich. Ja, wo steht denn hier noch was? Aber hier steht nichts mehr. Sicher? Nein, hier ist nichts. Du locker, du verarschst mich. Ich bekomme nicht mal eine Überraschung. Das ist die Überraschung des Freirubbeln. Mach weiter. Da, hier ist was. Hier ist was. Und was steht da? SZ steht bestimmt für Schlafzimmer. Muss ich im Schlafzimmer machen? Weiß ich nicht. Ah! Such mal. Hier nee. Ist eiskalt. Eiskalt. Okay, Leos Bett bestimmt. Nein, das ist nicht. Wie in deinem Schrank? Ey, das ging jetzt zu schnell. Küche. Mehr brauche ich nicht. Ich gehe jetzt in die Küche, oder? Oh, oder Scheiße. Das Ding ist, ich halte jetzt Ausschau nach dem Zettel, okay? Ja, mach ruhig. Hat's mich gebraucht. Also du bist schneller als ich dachte. Noch so ein Zettel. Ich geh wieder an den Tisch. Hier ist was. Ah, ein Pfeil. Hier ist ein zweiter Pfeil, glaube ich. Das ist ein Smiley. Vielleicht. Warum soll ich mit dem Smiley anfangen? Wo ist dieses Papier her? Wie heißt das? Sag ich dir nicht. Sonst hab ich mich da durchquälen. Ja, wow. Hier ist eh nichts. Doch, hier ist was. Z. Was steht da? B und Z. B und Z. Ich gehe ins Badezimmer. Ja, dann such mal schön. Such jetzt noch einen weiteren. Ich finde das so unterhaltsam, ne? Hinterwäschekorb. Das Amazon-Paket steht ja nie immer. Doch, das steht da immer. Ist das die Überraschung hier drin? Vielleicht ist auch noch ein Zettel drin. Oh, ich hoffe, das ist das Geschenk. Ich habe ja nicht reingeguckt, ne? Vielleicht ist da jetzt auch meine Haarkur drin, die ich bestellt habe. Ich hab den Arsch. Wow, noch ein Paket. Echt? Was denn? Ist der ernsthaft? Meinst du gleich? Nein, aber. Deine Augen sind rot. Nein. Hey, halt's ab. Nee, da ist nichts mehr drin, ne? Das ist das Geschenk. Ja, das ist ein Geschenk für dich. Gänsehaut. Echt? Ich weiß nicht warum. Ich weiß echt nicht, ich weiß beim ersten Bild nicht warum. Was denn? Mach auf jetzt. Ich hab aber aufgemacht schon. Ja, mach ganz auf. Ich will sehen, wie die aussehen. Ich finde die eigentlich hässlich, muss ich sagen. Aber du findest die ja irgendwie ganz cool, ne? Ich habe die auch noch nicht in echt gesehen. Oh. Wow. Bäh! Stinkt? Riecht da mal dran. Bäh, das stinkt nach Nagellackentferner. Und? Oha. Hä, die sehen doch gar nicht so blöd aus, wie ich dachte. Dreh dich mal. Dreh mal deinen Kopf. Ich höre dich fast gar nicht mehr. Kopf drehen? Ja. Boah, aber die sind schon fett. Sieht aus wie ein Baustellenkopfhörer. Kannst du auf eine Baustelle anziehen? Ich mach kurz aus, ja. Ich möchte mich bedanken. Danke. Freust du dich? Was? Ja. Jetzt drück mal den Knopf. Ja. Jetzt hörst du auf einmal nichts mehr. Hallo, ich bin hier oben. Ah. Ist auf jeden Fall sehr, sehr laut. Was? Aber ist gut. So, Max ist zufrieden und ich bin auch happy. Ich glaube, die Überraschung ist gelungen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Du bist die Beste. Schreibt mal gerne Überraschungsideen für Max in die Kommentare. Mir gehen nämlich langsam nach 4,5 Jahren Beziehung die Ideen aus, was ich dir schenken kann. Schreibt mal auch Sachen in die Kommentare, die ich Chrissy schenke. Aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.